Moin Moin Freunde, hallo YouTube und Community, willkommen auf Smarty Let's Play Amik, natürlich der Smarty für euch. Ein neues Dying Light 2 Video erwartet euch, ein brandneuer Weg wieder an das Hoverboard zu kommen. Wie kriegt ihr es in euer Inventar? Ich zeig's in diesem Video und nichts ist doch schöner als ein bisschen fliegen. Es ist nicht ganz ein Ersatz für den Besen, aber immerhin ein bisschen Spaß macht das Ding auf jeden Fall. Wie funktioniert's? Zwei Voraussetzungen, Rest gleich im Video. Erste Voraussetzung, ihr müsst schon im Stadtmittelpunkt sein, am Zentralrechner. Und ihr solltet den Greifhaken freigeschaltet haben. Den erhaltet ihr aus der Mission Broadcast Übertragung. Steigen wir ab, Rest im Video wie immer. Viel Spaß. Nochmals willkommen und direkt als erstes seht ihr eine eingekreiste Windmühle, das Windrad Hickory. Das müsst ihr freischalten. Eine kleine Info. Der Trick ist gleich, so schnell wie möglich ans Inventar zu kommen. Habt ihr hier, wie ich, die Siedlerfraktion in dem Gebiet freigeschaltet, ist es relativ einfach. Es gibt aber natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier Peacekeeper-Gebiet habt. Da sieht es wohl ein bisschen anders aus, ist nicht ganz so schnell, aber funktioniert auch. Ist soweit überprüft, kann ich aber natürlich, weil ich hier die Siedler habe, nicht freischalten. Gut, was machen wir hier ganz genau? Eine Markierung habe ich euch gezeigt, dass wir den Spot sehen. Wir sind jetzt hier mal gerade am Wasser, beziehungsweise auf der kleinen Insel. Ich schwinge mich mal hier rüber. Wir werden gleich, wenn die Hoverboard-Challenge startet, hier sozusagen parallel hier zu diesem Weg, den ich gerade laufe, findet die Hoverboard-Challenge statt. Dazu auch eine Info. Die zeige ich jetzt nicht, wie ihr ans Hoverboard kommt. Da gibt es eine Menge Videos. Was ich euch zeige, ist diesen Spot und diesen Lüftungsschacht. Denn den müsst ihr treffen. Da vorne ist die Windmühle. Und da wollen wir so schnell wie möglich hin. Am besten direkt bis zur Kiste reinfliegen. Das hat jetzt gerade nicht geklappt. Aber wir machen ein paar Versuche. Ich habe gesehen bzw. mitbekommen, dass einige Leute glauben, das würde nicht funktionieren. Ich benutze hier einen Gleitschirm Level 3 und ich kann euch bestätigen, ich spiele auf der Xbox, nicht am PC, also kein Mod. Der Trick, damit ihr hier nach oben kommt, ist eigentlich das richtige Timing. Nämlich genau am Peak den Boost zu drücken, wie ihr es jetzt seht. Also jetzt genau den Boost zu drücken und dann geht's richtig, richtig steil nach oben. Und trainiert das bitte vorher ein paar Mal hier an dem Spot, dass ihr genau wie ihr es jetzt seht hier perfekt zur Inventarkiste, zu eurer Lagerkiste kommt. Nochmals ein neuer Versuch, dass ihr es auch bitte nochmals seht. Das Timing ist unheimlich wichtig. Am Peak Boost drücken, also reinspringen und jetzt genau in dem Moment die Boost-Geschichte aktivieren. Und dann funktioniert es relativ leicht. Also, wie gesagt, nochmals, übt das bitte ein bisschen. Gut, wenn ihr euch sicher seid, dass das funktioniert, dann lauft ihr von hier los. Und kommen wir zu der Hoverboard-Challenge. Wie gesagt, die zeige ich jetzt nicht extra in einem Video. Ich werde einen Link in die Beschreibung des Videos packen, wo ihr sehen könnt, was ihr machen müsst. Ihr müsst eigentlich nur zweimal so ein Hoverboard sammeln. Und an der dritten Stelle müsst ihr dann genau dahin, wo ich jetzt hinfliege. Mehr ist eigentlich nicht zu tun. Und dann habt ihr schon die Hoverboard-Challenge. Und wenn ihr jetzt hier landet, geht ihr hinten an diesem blauen Wagen. Da ist das dritte Hoverboard versteckt. Und wenn ihr es nehmt, aktiviert ihr die Challenge. Was wir jetzt einfach machen ist, wir starten die Challenge. Und wenn wir das Gebiet verlassen, jetzt kommt der Greifhaken zum Einsatz, den ich erwähne am Anfang, den man braucht, weil wir müssen davon kurz runtersteigen. Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Er wird mir links nur kurz angezeigt. Ich wechsle auf links und jetzt kann ich laufen. Aber ich hatte auch schon den Eindruck, dass ich auch einfach so abspringen kann und hier nebenlaufen kann, ohne Greifhaken. Aber nach den Beschreibungen, die ich gesehen habe, sollt ihr ihn haben. Wechselt kurz mit euren Cursor, mit euren Pad-Tasten drauf und dann könnt ihr laufen. Und wenn wir jetzt gleich hier nach oben steigen, dann läuft ein 10-Sekunden-Timer, das die Quest beendet. Unser Ziel muss es sein, innerhalb dieser 10 Sekunden an der Inventarkiste zu sein. Ihr seht schon 8, 7 oder so nah wie möglich davor. Ich mache es nicht mal optimal, aber ihr werdet sehen, es hat direkt funktioniert. Jetzt kommt die Meldung, abgebrochen. Jetzt ganz schnell trotzdem zur Kiste.
hin und das Hoverboard sofort in eure Lagerkiste packen. Das war's. Jetzt bricht es ab. Jetzt sagt es, Challenge ist vorbei, wenn ihr rausgeht und ihr seid wieder am Auto und könntet die Challenge neu starten. Das machen wir natürlich nicht. Wir fliegen jetzt direkt wieder hier zum gleichen Spot nochmals und ich kann euch schon bestätigen, es hat funktioniert. Ihr könnt auch mehrere Hoverboards da reinknallen, wenn ihr wollt. Ob man sie jetzt droppen kann, habe ich nicht getestet, aber da ich in einem Video gesehen habe, dass der 5 oder 6 Stück davon im Lager hatte, könnt ihr es, glaube ich, ohne Probleme riskieren. Es ist nicht so gut wie der Besen, aber Spaß macht das Ding auf alle Mal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes, kleines Video. Weitere Dying Lights Videos kommen in Kürze. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ein Like und ein Abo, wie immer. Natürlich, wäre nett. Und ja, das war's. Man sieht und hört sich. Euer Smarty. Tschö, tschö.